Ist um 9 Uhr, wie gesagt, das Ganze im Plenum. Wir können das aber jetzt schon mal besprechen. Und ich freue mich, dass heute Morgen hier bei mir sind Karin Ley, stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion. Und Florian Pronold ist da für die SPD. Und er ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für, lesen wir nochmal, sicherheitshalber ab, Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. So ist es komplett. Aber wir gucken vor allem auf den Bereich Bau. Ich fange ausnahmsweise mal mit Herrn Pronold an. Es geht heute unter anderem um den Bericht der Bundesregierung zum Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen, in dem Sie schon erste Ergebnisse vorlegen wollen. Sagen Sie einfach noch mal, was ist das Ziel dieses Berichts und wer macht bei diesem Bündnis eigentlich alles mit? Wir haben bei diesem Bündnis eine breite gesellschaftliche Verankerung. Die Wohnungswirtschaft, die Mietervereine, die Gewerkschaften, die Bauwirtschaft, alle waren mit dabei mit dem Ziel, dass wir mehr bezahlbaren Wohnraum für alle schaffen und dass wir die Weichen dafür stellen auf den unterschiedlichen Ebenen. Es sind ja die Kommunen, es sind die Länder und es ist der Bund gefragt. Und wir haben tatsächlich, anders als das oft sonst ist bei so Bündnissen, auch schon mal richtig angefangen, was umzusetzen. Wir haben die soziale Wohnraumförderung haben wir verdoppelt. Wir behandeln morgen im Deutschen Bundestag die steuerliche Förderung für den Mietwohnungsbau in angespannten Wohnungsmärkten. Auch dort sind wir sehr weit gekommen. Wir haben heute aktuell, wird es rauskommen, eine tolle Zahl vom Statistischen Bundesamt. Wir haben 309.000 Baugenehmigungen im letzten Jahr für Wohnungen. Das bedeutet wieder eine weitere Steigerung und wir kommen langsam in die Größenordnung, wo es auch spannend wird im Sinne von ausgeglichenen Märkten in ein paar Jahren und wieder bezahlbare Mieten. So ein paar Punkte werden wir gleich natürlich mal aufgreifen, unter anderem denen, dass Baugenehmigung ja noch lange nicht bedeutet, dass auch tatsächlich was gebaut wird, das wissen Sie auch. Frau Ley, das klingt doch alles prima, zumal Sie selber ja mit einem Projekt oder mit einem Vorhaben hier aufmerksam machen, dass sozialen Wohnungsbau noch mal zusätzlich fördern soll. Da könnten Sie doch prima einverstanden sein mit dem, was die Bundesregierung da gerade macht. Naja, also auf der Habenseite, das muss man ganz klar sagen, ist das Thema auf der Tagesordnung steht. Das haben wir als Linke jahrelang gefordert. Sie haben es ja selber gesagt, nicht die Flüchtlinge sind schuld, dass wir jetzt explodierende Mieten oder Wohnungsnot haben. Das ist das Ergebnis vom politischen Versagen in den letzten 20 Jahren. Gut ist, dass wir jetzt darüber prominent diskutieren. Gut ist auch, dass sich Bündnisse schmieden. Das anerkennen wir als Linke. Was wir kritisieren ist allerdings, woran es immer noch ein Stück weit mangelt und wo wir mehr auf der Seite der Ankündigung und zu wenig auf der Seite der Umsetzung sind, das ist wirklich, wenn es um bezahlbares Wohnen geht. Denn bezahlbares Bauen ist das eine, dafür gibt es auch gute Vorschläge. Aber das heißt dann noch nicht automatisch, dass das Wohnen deswegen bezahlbar wird, dass die Mieten nicht weiter explodieren. Und hier müssen wir nachsteuern. Ich bleibe zum Beispiel beim sozialen Wohnungsbau. Ja, da sind jetzt mehr Gelder eingestellt, aber wissen Sie, gemessen am Bedarf ist es wirklich sehr gering. Wir haben das mal ausgerechnet, wenn wir so weitermachen im sozialen Wohnungsbau mit irgendwie 12.000 Neubauten im Jahr, dann brauchen wir 320 Jahre, um den aktuellen Bedarf zu decken. Hier muss wirklich etwas mehr Tempo rein. Ich habe erstmal noch mal eine generelle Frage, denn ich lese in der Vorbereitung, dass das Ziel der Bundesregierung ist, 350.000, glaube ich, neue Wohnungen im Jahr entstehen sollen. Ich lese, dass der Mieterbund sagt, es fehlen insgesamt 800.000, dass man 400.000 im Jahr bauen müsste aus Sicht des Mieterbundes. Jetzt habe ich in den vergangenen Jahren immer gelesen, wir sind eine Gesellschaft, die kleiner wird. Also wir haben Demografieprobleme durchaus auch. Da frage ich mich, wie kommen eigentlich diese Defizite zustande, die wir da jetzt haben und die jetzt offenkundig sind und wo Sie jetzt versuchen, gegenzusteuern? Karl Valentin hat mal zutreffend gesagt, das Gefährliche an Prognosen ist, dass sie auf die Zukunft gerichtet sind. Und das gilt für die Wohnungsprognosen auch. Man hat früher völlig unterschätzt, dass es mehr Single-Haushalte gibt. Man hat unterschätzt, dass sich der Pro-Kopf-Flächenbedarf verdoppelt hat in den letzten 40 Jahren. Wir wohnen also großzügiger. Und diese zwei Phänomene haben auch dazu beigetragen, außerdem, dass Städte wieder attraktiver geworden sind. Und wir haben ja 20% der Fläche in Deutschland, wo angespannte Wohnungsmärkte sind. Und da wollen wir jetzt ja auch gezielt etwas machen. Also es gab ein Versäumnis in der Vergangenheit, aber bis vor wenigen Jahren hat es kaum einer erkannt. Und jetzt muss man gegensteuern. Und ich gebe der Frau Ley ja recht, es hat nichts mit dem Zuzug von Flüchtlingen zu tun, sondern es waren die Problematik schon vorher da. Ich habe ja vor 2 Jahren die ganzen Koalitionsverträge dazu geführt, will ja aber auch sagen, dass wir auch bei der Frage des Mieterschutzes ja eine ganze Menge jetzt gemacht haben. Wir haben erstens die höchste Erhöhung des Wohngeldes.
in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gemacht. Wir haben die Mietpreisbremse gemacht. Wir haben endlich dazu beigetragen, dass derjenige, der den Makler bestellt, ihn auch bezahlen muss und dass nicht dieses Geschäftsmodell geht, dass man das auch noch auf Mieterinnen und Mieter umlegt. Und deswegen setzen wir an beiden Punkten an. Wir wollen natürlich auch Regulierung, dass die Mieten nicht so schnell ansteigen können, aber auf der anderen Seite brauchen wir dringend auch Neubau und zwar in allen Segmenten, weil es geht ja nicht nur um soziale Wohnraum, sondern es geht zum Beispiel auch um Mietwohnungen insgesamt und es geht auch darum, dass klassisch viele noch ihr Eigenheim bauen werden und auch das sind in den 350 bis 400.000 Wohnungen, ist das drin in dem Bedarf. Da gucken wir jetzt mal, den Mieterschutz lassen wir heute mal beiseite, das machen wir gerne ein anderes Mal nochmal. Aber Sie haben als Linke vorgeschlagen 5 Milliarden für den Wohnungsbau. Vielleicht erläutern Sie nochmal, wo dieses Geld hingehen soll und vor allem auch, wo Sie es hernehmen wollen. Ja, also wir brauchen in der Tat eine massive Offensive im sozialen Wohnungsbau. Wissen Sie, es fallen jährlich 80.000 bis 100.000 Sozialwohnungen weg. Also sie fallen aus der Beleg- und Mietpreisbindung heraus. Das Pestel-Institut hat ausgerechnet, dass wir einen Bedarf, wenn wir jetzt alle Menschen mit geringem Einkommen nehmen, von 4 Millionen Sozialwohnungen haben. Wir liegen aktuell bei schätzungsweise 1,4 Millionen Sozialwohnungen. Da klafft wirklich eine riesige Lücke, die müssen wir schließen. Und Neubau im sozialen Wohnungsbau ist das beste Instrument. Wenn wir morgen über steuerliche Abschreibungsmodelle diskutieren, was die Regierung vorschlägt, ist das etwas, was aus unserer Sicht vor allen Dingen Investoren zugutekommen soll oder zugutekommen wird. Da gibt es auch gar keine Mietobergrenze dabei. Das heißt, wir müssen wirklich sicherstellen, dass die Gelder ankommen bei den Menschen, die es brauchen. Deswegen brauchen wir Neustart im sozialen Wohnungsbau, aber zum Beispiel auch Ertüchtigung von Leerstand. Das ist ja auch ein ganz ungehobener Schatz. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass weniger Sozialwohnungen aus der Preisbindung rausfallen. Das ist im Moment wirklich das Gebot der Stunde, um die größte Wohnungsnot bei den Menschen zu lindern, die sich ihre Wohnung langsam nicht mehr leisten können. Dann bleiben wir doch mal bei dem Punkt, denn ich habe auch gelesen und Sie sagen jetzt, es müsste noch mehr so für den sozialen Wohnungsbau also passieren. Auf der anderen Seite lese ich, ist 54% von Menschen, die im sozialen Wohnungsbau sind, da eigentlich gar nicht reingehören, weil sie im Grunde viel zu viel verdienen für öffentlich subventionierte Wohnungen. Da scheint es eine Diskrepanz zu geben und da können wir auch gleich anschließend nochmal darüber reden, ob es so sinnvoll ist, sich so auf Sozialwohnungsbau zu konzentrieren oder wie beispielsweise ich aus der Wirtschaft gehört habe, dass es vielleicht nicht besser wäre, den Menschen mehr Wohngeld zu geben, damit sie sich auf dem ganzen Wohnungsmarkt was suchen können. Also wie ist die Sicht der Bundesregierung zu diesem Aspekt sozialer Wohnungsbau? Seit 2008 sind, ich sage jetzt mal leider, die Bundesländer zuständig für den sozialen Wohnungsbau und wir geben als Bund nur noch in einer Übergangsfinanzierung das Geld. Das haben wir jetzt verdoppelt. Wir fordern auch noch mehr, weil wir auch glauben, dass es noch mehr an sozialer Wohnraumförderung bedarf. Aber es ist zum Beispiel doch ein Skandal, dass der Freistaat Bayern weniger Sozialwohnungen im Jahr baut als die Hansestadt Hamburg. Also Bayern ist 7-mal so groß und deswegen darf man sich da nicht wundern, dass es hier auch zu Problemen kommt und die muss man jetzt angehen. Nur mit sozialem Wohnraum werden wir das Ganze aber auch nicht hinkriegen. Ich finde, wir müssen auch aufpassen, dass wir keine neuen Ghettos bauen, dass wir die Fehler der 50er, 60er Jahre nicht wiederholen und es kann gelingen, auch mit einer noch Aufstockung der sozialen Wohnraumförderung, dass wir 40.000, 60.000 Sozialwohnungen pro Jahr bauen. Das wäre eine ordentliche Zahl, aber dann fehlt noch eine ganze Menge zu den 350.000 bis 400.000 Wohnungen, die wir brauchen. Und die gehen eben nicht nur über sozialen Wohnungsbau, sondern die gehen auch über private Investoren, die gehen über die kommunalen Gesellschaften und über die Genossenschaften. Und erst aus diesem Konzert wird dann ein Wohnungsmarkt auch in den Städten, der ein Stück weit entspannter ist und der den Menschen ermöglicht, dass sie in ihrer Wohnung wohnen bleiben können und nicht Angst haben müssen, an den Rand gedrängt zu werden. Florian Pronold hat die Ghettobildung angesprochen und das steckt ja mit in diesem Vorwurf, dass es dass man ja da neue Strategien eigentlich braucht, was den Wohnungsbau angeht. Wie sieht denn das bei Ihnen konkret aus? Ja, ich denke auch, dass wir dafür sorgen müssen, dass es keine Entmischung von Wohngebieten gibt. Diese Tendenz haben wir ja schon in vielen Städten und sie
verschärft sich derzeit, dass tatsächlich Menschen mit wenig Einkommen in die Stadtrand verdrängt werden. Also welche Krankenschwester, welcher Polizist kann sich jetzt in Hamburg oder in München inzwischen noch eine Wohnung in der Innenstadt leisten? Das heißt, Entschuldigung, dass ich Sie an der Stelle dann unterbreche, das heißt aber dann auch ein neues Modell der Förderung. Also dann doch, dass man sagt, man gibt den Menschen mehr Wohngeld, damit sie dann ja größer, flexibler sind, irgendwas zu finden, wo sie wohnen wollen, um genau diese Vermischung, wie Sie sagen, dann auch hinzukriegen. Ja, ich denke, da kann man in der Tat aus Fehlern der Vergangenheit lernen. Es macht jetzt wenig Sinn aus meiner Sicht, dass man dann Ghettobildung am Stadtrand weiter befördert. Aber man kann, und das machen ja auch schon Städte, sagen zum Beispiel bei jedem Neubauvorhaben, müssen beispielsweise 30% Sozialwohnungen mitbedacht werden, damit wir eben durchmischte Stadtteile haben. Das wäre ja ein ganz konkreter Vorschlag, dem wir auch zustimmen würden. Ansonsten muss man sagen, sozialer Wohnungsbau ist nicht das einzige Instrument, aber es ist ein sehr, sehr wirkungsvolles, weil es direkt Menschen mit geringem Einkommen betrifft. Und davon profitieren übrigens auch die Mittelschichten. Und das erklärt natürlich auch die Skepsis zum Teil der privaten Bauwirtschaft. Die haben wenig Interesse an öffentlichem Eigentum, sondern es geht ja aus unserer Sicht wirklich darum, dass wir öffentliches Eigentum haben, dass wir sozialen Wohnungsraum haben, dass er den Mietspiegel insgesamt, den Mietmarkt insgesamt wieder nach unten reguliert. Und davon würden alle Mieterinnen und Mieter profitieren, auch die, die vielleicht keinen Anspruch auf eine Sozialwohnung haben. Gucken wir vielleicht gegen Ende hin nochmal auf zwei Punkte, die sich ändern müssen, wo der Bund möglicherweise gar nicht so richtig viel Einfluss hatte. Einmal geht es um Bauland, weil ohne Bauland können Sie nicht bauen. Und das andere ist, wie wollen Sie verhindern, das ist ein Punkt, den wir auch schon mal angesprochen haben, dass es zwar sehr viele Baugenehmigungen gibt, aber diese häufig nicht umgesetzt werden, dass tatsächlich dann nicht gebaut wird, weil möglicherweise die, die eine Baugenehmigung haben, einfach darauf spekulieren, dass der Grund, den sie besitzen, möglicherweise nochmal teurer wird und sie dann am Ende nochmal zusätzlich profitieren. Also was kann der Bund machen in diesen beiden Bereichen? Also wir haben es endlich geschafft, dass der Bund auch nicht mehr zum Höchstpreisverfahren die eigenen Grundstücke abgibt, sondern für sozialen Wohnungsbau sie verbilligt abgeben kann. Das ist aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil wir gar nicht mehr so viele Grundstücke haben, um da wirklich etwas zu bewegen. Aber es müssen auch andere mitziehen. Die Kommunen, auch die Länder müssen sagen, wenn wir zum Beispiel sozialen Wohnraum schaffen oder eine Durchmischung von Wohnquartieren machen, dann kann man das nicht mehr an den meistbietendsten verkaufen, sondern dann muss ein vernünftiges Konzept dahinter stecken und dann gibt es auch eine deutliche Verbilligung des Preises. Und die zweite Frage, die Sie gestellt haben, war großes Thema in dem Bündnis für bezahlbares Bauen und Wohnen. Wie kriegen wir es denn hin, dass Bauland, das eigentlich ausgewiesen ist vor Ort, dass das auch bebaut wird? Wir wollen ja auch, dass die Städte nicht weiter in die Breite wachsen, sondern wir wollen auch gerade im Innenbereich nachverdichten. Und da gibt es oft Baulücken, die aus spekulativen Gründen nicht bebaut werden. Und auch das wird jetzt in den weiteren Gesprächen mit den Ländern und den Kommunen geklärt, welche Instrumentarien wir da schärfen können, um diese Baulandmobilisierung auch zu machen. Es gibt parallel dazu in der Steuerdiskussion, aber schon seit über 15 Jahren, die Frage, ob man nicht eine Grundsteuer C macht auf Bauland, das fertig ist, aber das nicht bebaut wird. Was erwarten Sie in der Hinsicht von Bundesregierung, von den Ländern aber auch? Von den Kommunen? Na, ich erwarte vor allen Dingen mal, dass das Bündnis für bezahlbares Wohnen auch in der Bundesregierung steht. Es ist in der Tat so, dass die Vorschläge von Frau Hendricks, Herr Bonold zum Teil mit dem übereinstimmen, was wir seit Linken seit vielen Jahren fordern. Aber alle Vorschläge für bezahlbares Wohnen wurden bisher von der Union ausgebremst, weil sie offenbar lieber Politik machen für die Rendite der Vermieter. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf diese Debatte. Es wird wirklich auf die CDU ankommen, wie sie sich hier positioniert. Und zum nächsten Gespräch zu diesem Thema laden wir dann einen Vertreter der Union ein. Für heute vielen Dank, Karin Ley. Vielen Dank auch Florian Pronold. Sie dürfen und müssen in den Plenarsaal.